So, das sieht jetzt ganz witzig aus. Ich mag diesen Sandstein. Den, toll. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht bauen wir eines Tages auch wieder Sand. Und müssen wieder hierher. Unter mir ist eine Höhle. Das höre ich an den Geräuschen und an der Fledermaus, die irgendwo rumflattert. Aber ich weiß, dass da eine Höhle ist. Da war ich sogar schon drin gewesen. Das musst du mir jetzt nicht erzählen. App. Ups, ja. Musste gerade mal an meinem Mikrokabel zuppeln. Das reibt hier nämlich die ganze Zeit. Das Kabel vom Headset ist ein bisschen steif, was ja auch gut ist. Das wirkt dann ganz gut gegen Kabelbruch, wenn es ein bisschen steifer ist und wenn man das nicht so knicken kann. Aber damit ist es in seiner Form an sich halt auch ein wenig unflexibel und jetzt reibt das die ganze Zeit an der, ja, bei mir an der Stuhllehne und macht als auf dem Ohr so ein komisches Brumm, 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 Brumm. Das nervt. Da musste ich mal kurz zuppeln, dass das mal aufhört. Da. Oh, ach, das ist schön, wenn man jetzt hier aus dem Wald rauskommt und hier dieses Häuschen so sieht. Was eine große Ebene hier. Das war alles hier auch mal chaotischer Berg und so. Da haben wir schon einiges geleistet in der Zwischenzeit. Da können wir schon stolz auf uns sein. So. Ich hätte jetzt ganz gerne, hoppla, erstmal hier den Sand durchgebrannt, am besten gleich über zwei Öfen. Warum nicht? Dann renne ich gegen die Tür, dann schlafen wir mal ein Momentchen, gerade mal wieder. Ratzepü machen. Mit ganz viel Mühe mal Ratzepü. So, jetzt habe ich hier doch mit Sicherheit, nein, habe ich weggepackt. Tadam. Da habe ich sogar noch Birkenholzbretter. Das ist ja nett. So, dann hätte ich nämlich gerne mal zu wenig Birkenholztüren. Ach, 6 Stück macht er ja. Ach, der macht da jetzt 3 draus. Ja, habe ich ja vergessen. Dann reicht das ja. Bis ich jetzt hier genug Glas rauskriege, das könnte eine Weile dauern. Wie viel habe ich denn hier noch? 2. Na gut, hier 5 und da 5 macht 12. Dann kriegen wir hier auch 32 Glasdinger raus. Und hier haben wir noch 14, 46. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Jui. Oh, das Kornfeld steht in voller Blüte. Ich freue mich. Ach, wie ich mich freue, dass ich mich so freuen kann. So, weil wir jetzt hier natürlich das Haus so mit dunklen Stämmen, aber mit weißer Wolle. Will ich jetzt mal gucken, ob ich hier ein bisschen Kontrast reinbringe, indem ich hier... Wir sehen ja in diesem Texturenpack ein bisschen seltsam aus. Naja, macht aber nichts. So. Na, den Boden muss ich noch ändern. Na, ob das mir gefällt, die sehen ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Wie soll man das beschreiben? Irgendwie komisch. Naja. So. Aber hier gibt es ja auch nur vergitterte Fenster, also soll's. Zack. Zack, zack. Ich mach das dann so. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Ups. Hier auch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und oben. Ja, das hat doch gereicht. Wir haben Türen und Fenster. So, ach, das ist dieser Querstamm hier. Ich habe doch jetzt nicht meine Stämme oben gelassen. Natürlich habe ich meine Stämme oben gelassen, weil ich immer so Scherze mache in meinem Ordnungswahn. Gehen wir mal auf dem Weg bei den Schafis vorbei. Immer mal wieder zwischendurch. Schafe scheren. Weil wir hier so scharfe Scheren haben. So. Ach, geh weg. Ich muss hier durch. Lass mich hier durch. Was ist denn jetzt hier?
Da brauchst du nicht dran zu glauben, du Schwein. Du bleibst gefälligst in deinem Gehege drin. Es wird sich nicht gepaart mit Schafen. Nein, nein. Glaub nicht dran. So. Hat mir nicht gefallen, musste ich ändern. So, und wieder den Berg hoch. Oh, das sieht von oben mittlerweile auch schon nett aus. Und das wird bald noch netter aussehen, das kann ich soweit versprechen. Ich will Wolle einstecken. Was wollte ich denn? Ich wollte mein Holz wieder abholen. Hab ich hier Platz für diesen lächerlichen Stein? Ja. Türen. Ich habe halt null Platz hier überall. Null Platz habe ich. Da 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 da. Na gut, lassen wir das erstmal so stehen. Upsala. Und dann geht's mit dem Holz wieder weiter. Hoppla. Die Türen sehen echt ein bisschen seltsam aus. Aber gut, das liegt an dem Texturenpack. Da fällt mir ein, dass ich auch irgendwie demnächst mal wieder... Ne, hier haben wir halt auch den weißen. Hm, okay, ne, wenn wir da drüben halt auch die Wolle haben, dann machen wir auch hier die Wolle hin. Popo. Das gilt hier sowieso für alle Zwischenstücke. Ja, hau ich überall Wolle rein. In die Übergänge. Hier auch. Zack. Das sind die Tore, da muss ich jetzt nochmal schauen, wie ich mit denen hier verfahre. Osten muss eigentlich bis oben durchgehen. Hier kann ich diese machen. Upsa. Mit mehr Anlauf würdest du es auch schaffen. Stell dich mal nicht so an. Jetzt stellt er sich schon wieder an. Also. Jetzt beschlossen, den ziehe ich mal weiter hoch. Wo war der andere? Da. Ziehe ich auch mal hoch. Hier da jetzt so in den Ecken stehen, der da auch. Na, mach. Der dann auch. So. Und hier fehlt ein solcher. Noch irgendwo irgendwelche Lücken da vorne. Haben wir noch Lücken? Lucky, Lucky, Lücke, Lücke. Und dann... Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, das wird nicht mehr lange reichen. Upsa. Machen wir die gerade noch. Zack, zack. Und... Zack, zack. Und... Zack. Dann haben wir keine mehr. Macht aber nichts. So, wir wollen auf dem Ganzen ja auch irgendwo wieder aufbauen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen freie Fläche. Hab ich denn noch Erde? Habe ich eigentlich noch einstecken, ja. Ich will das Ganze ja hier irgendwie so ein bisschen angleichen, so ein bisschen runder machen, ne? Das heißt, hier würde ich so machen. Und so. Und so. So. Mhm. Da könnte ich eigentlich auch hier so machen. Okay. Mhm. Das würde dann auf jeden Fall Erde werden hier.
schaffen das so nicht. Dann haben wir hier auch mal wieder ein Stückchen was gemacht. Hier auch. Da kann das mal zwischendurch wieder ein bisschen grün werden. Jetzt müssen wir erstmal wieder Bäume fällen, weil wir jetzt kein Holz mehr haben. Aber hier ist ja gewachsen. Endlich mal. Ist ja prima. Zack. Wenn wir jetzt hier mal ein paar Bäume umhacken. Jupp. Den da. Jupp. Den hier. Haut mal Arme mal weg. Ups. Da ist er. Okay. Was habe ich denn? 24. Na, da werde ich aber... Da kann ich jetzt aber echt mal loslegen, du. Das ist ein bisschen wenig, hä? So kann ich nicht arbeiten. Nee. Ups. Das ist aber... Ach, das war der Kuh dahin. Ich dachte gerade, was sehe ich denn dafür? Das sah aus wie ein schwarzes Hühnchen. Von weitem. Vielleicht habe ich auch ein schwarzes Hühnchen gesehen. Soll es ja geben, sowas. Soll ja viele seltsame Sachen geben, von denen man gar nicht glaubt, dass es sie gibt. Wie zum Beispiel große Bäume. Ach, ist das denn Lustiges? Lustiges Bäume schlagen zu noch lustiger, bescheuerter Musik. Es gibt keine großen Bäume hier. Also es gibt ein paar, die jetzt so ein bisschen größer sind. Aber so richtig große Bäume haben wir hier irgendwie nicht. Sag mal, jetzt mit der Nacht oder was? Bisschen durch den Wald gerannt und schon geht die Sonne wieder unter. Da sind wir wieder bei dem Thema, die Natur rächt sich. Ich hau hier die Bäume kaputt und die Sonne sagt, oh, nö, du, das guck ich mir nicht länger mit an. Ich gehe dann. Ganz toll. Geh mal schlafen. Was ist das hier eigentlich für ein Loch? Tut das denn Not? Soll das in irgendeiner Form schön sein? Mal ehrlich. Weiß ich jetzt nicht, warum ich das so gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich da unten einfach keine Erde rumfliegen haben wollte. Eppa. Lauf. Lauf schon, lauf. Bevor hier wieder Monster in meiner Halle stehen. Da da dam dam dam, ich will keine Monster in meiner Vorterrasse haben, denn die machen mir immer alles kaputt. Ja, diese Monster, die will doch keiner haben. Denn Monster in der Vorhalle sind nicht gut. Das könnt ihr mir glauben, das hab ich schon erlebt. Wenn dein Eingeweiden etwas vom Creeper zerfetzt an der Wand klebt, ist nicht schön. Macht keinen guten Eindruck, nichts. Wenn dich ein wütender Creeper erwischt, findest du das nicht gut? Nein, das möchtest du nicht. Und brennende Skelette interessieren dich nicht. Ist dir doch egal. Sind tote Bäume auf der Wiese. Und flimmernde Äste. Upsa, hab ich. Ja, jetzt haben wir doch mal Holz einstecken. So geht das doch. Ist nur die Frage, komme ich hier irgendwo wieder hoch? Indem ich jetzt hier so professionell überall die Verbindung gekappt habe. Zack, da fehlte noch einer. Das ist jetzt hier mit dem Ding so eine Sache. Das ist jetzt wieder so schepp. Da muss ich eigentlich wieder Doppelwand machen. Das würde so bleiben.
Die stehen hier auch in ordentlichen Abständen. Soweit. Hier müsste jetzt auch irgendwie jeweils Dach drauf. Das wäre so das Nächste, bevor ich hier an irgendetwas weiterbaue, muss hier erstmal ein Dach drauf. Da muss ich aber auch erstmal überlegen, wie. Also grundsätzlich würde ich sagen, kommt das Ganze mit halben. Eichenholzbrettern oder... Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt wieder nicht, ne? Das kann ich jetzt wieder nicht beantworten, wie ich das mir gedacht habe hier. Mann, Mann, Mann. Das kann man doch auch so spontan immer nicht wissen, sag mal. So, das waren Birkenholzzäune hier, ne? Auch. Dann würde ich, glaube ich, passend zu den Türen auch Birkenholz... Boden bauen. Beckenboden bauen. Bing, bang, bong. Boden bauen. Prächtigen Boden bauen. So, hier haben wir wieder ein bisschen Blödsinn, den wir wegräumen können. Okay. Sand ist fertig gebrannt. Ich habe jetzt ganz viel Glas einstecken irgendwo. Muss ich da auch mal gucken. Muss auch mal eine Treppe hoch in den oberen Stock. Weiß ich auch noch nicht, wie ich die baue. Hey, Psala. Mache ich hier den Boden dann auch aus hellem Holz? Würde ich mal sagen, oder? Da werden wir aber dann... Ich mach erstmal hier so... Testrahmen, so ein bisschen. Hoppla. Nein, das ist doch Quatsch. Ja, doch, kann man so machen. So, das kostet mich jetzt hier erst nochmal kurz die Türen. Ja. Das war ja zu erwarten. Und zack. Okay, dann müssen wir hier aber natürlich das auch jetzt alles wegfegen. Das ja hinten kostet uns vielleicht auch nochmal die Türen. Die haben wir nämlich auch auf den Erdboden gesetzt. Ups. Zack. Zack. Da gehen die Türen weg. So, gerade ein bisschen umsortieren hier. Falsche Seite, die müssen wir von außen ran machen. Zack, zack. Na, rein mit dir. Okay. Hat auch was von einem schicken Tanzboden so. Oder einfach so irgendwelche komischen, hässlichen Kisten, die da rumstehen. So Verpackungskisten. Also wenn Amazon mit Holz verschicken würde, also in Holzkisten. Aber das ist jetzt eigentlich die Frage, kann man sich Kisten, also so Verpackungskisten, verdammt, bei Amazon bestellen? Wenn man sich so eine Verpackungskiste bei Amazon bestellt, wie wird die dann geliefert? Wird die dann auch nochmal in eine Kiste gepackt? Ist das dann eine Kiste in der Kiste oder schicken die einfach nur die Kiste? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann mal jemand eine Kiste bestellen und gucken, was passiert? Falls es überhaupt Kisten bei Amazon gibt, aber bei Amazon gibt es ja eigentlich sowieso alles. Die sind ja so, die schicken ja von nichts zurück, ne? Jetzt eine Holzkiste bestellt und die verpacken die Amazon gerecht in eine...
So mit Teppich in der Mitte wäre halt auch geil. Oder?